Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Stefan Bohn und ich darf Sie heute an diesem 25. September 2024 zum Thomas-Krenn-Webinar aus relativ aktuellem Anlass begrüßen. Wir beschäftigen uns nämlich heute mit dem Thema Sophos UTM, die ist nämlich End of Life, und die Frage, wie kommen wir jetzt zu OpenSense, der Weg zu OpenSense. Bevor wir richtig ins Webinar reinstarten, haben wir natürlich wie immer erstmal ein paar organisatorische Dinge zu besprechen. Das Webinar wird wie immer aufgezeichnet und Ihnen im Nachgang per E-Mail zur Verfügung gestellt. Das Ganze dauert heute 60 Minuten plus Fragerunde. Die Fragerunde schließen wir heute an das Webinar an. Sie können aber natürlich jederzeit Fragen während des Webinars schon in den Chat stellen. Da geht nichts verloren. Am Ende des Webinars werden wir die alle beantworten. Und ganz zum Schluss des Webinars gibt es wie immer unsere Umfrage. Da möchten wir Sie bitten, sich 20 Sekunden Zeit zu nehmen. Ihr Feedback hilft uns bei der Planung zukünftiger Webinare immer. Genau, unser Sprecher heute wird der Michael Münz sein. Der wird vielen von Ihnen ganz sicherlich bekannt sein. Und genau, heute werden wir ganz einfach das ohne große Vorrede machen. Zunächst mal ein Hallo, Michael, ich darf dich begrüßen. Ich hoffe, du bist da. Ich hoffe auch. Oh, und die Kamera funktioniert. Null. Ja, sehr gut. Wunderbar. Alles klar. Na gut, dann ohne weitere Vorrede wünsche ich Ihnen allen viel Spaß beim heutigen Webinar. Und Michael, ich übergebe an dich. Jawohl. Oh, das hat ja diesmal funktioniert. Sehr gut. Ja, herzlich willkommen. Wir fangen gleich an. Ich bin kein Fan von Slides, werde aber immer dazu gedrängt. Was machen wir heute? Die Migration von Sophos zu OpenSense. Ich würde erstmal die Max-IT vorstellen, mal wieder. Wir sind Systemhaus, Managed Service Provider, wie man es nennen mag, mit dem Hauptfokus auf Cybersecurity-Meinung, Glaubenslösungen und allgemein den Managed Service. Und hier im Portfolio haben wir bei den Firewalls eben OpenSense, Cisco und Sophos. Cisco jetzt immer weniger und mit Sophos eben das Problem, dass es jetzt End of Life angekündigt wird. Und wahrscheinlich dann dieser Knubbel hier in dem Bildchen verschwinden wird, weil wir den vollen Fokus jetzt auch OpenSense sind. Die meisten Leute kennen mich wahrscheinlich schon. Wir haben jetzt den Großteil der OpenSense der freien Plugins programmiert. Da sind jetzt auch viele dabei, die für den Weg von Sophos zu OpenSense notwendig sind. Zum Beispiel Postfix oder Anti-Spam für die E-Mails. Aber auch kleinere Sachen wie Radius oder auch der Virenscanner vom Proxy. Genau, was machen wir sonst? Alles eben rund um Security. SIEM ist gerade ziemlich gehypt, auch auf Open Source basierend, Vulnerability Checks, Cloud bei uns gehostet, beim Kunden auch mit Boxmox, auch mit Thomas Krenn zusammen, haben wir eine schöne Case Study, wie wir das migriert haben. Und ansonsten den kompletten IP-Betrieb, Netzwerk, Security, Server, den Service Desk und klassisches Consulting natürlich auch eben für OpenSense. Wenn Sie migrieren wollen, wenn Sie sich nicht sicher sind, wenn Sie nicht schon zum 100. Mal eine Migration von der Firewall gemacht haben, dann rufen Sie uns an, schreiben wir eine E-Mail und dann machen wir das zusammen. Genau, Softwarelösungen machen wir auch noch, aber das ist jetzt eher im Broadcast-Bereich und Individualsoftware ist wirklich erstmal nicht. Und da fangen wir gleich an. Also ich habe es mir angewöhnt, erstmal tief zu stapeln. Was kann denn Sophos alles nicht? Und dann arbeiten wir uns nach oben. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder eine UTM im Einsatz hat und jeder weiß, wovon ich hier spreche. Der größte Minuspunkt bei der OpenSense ist, dass sie kein Userportal hat. Was bedeutet das konkret? Wir haben nicht die Möglichkeit, beim Rollout von VPN-Profilen, dass der Endanwender sich einloggt und gleich ein fertiges Setup da hat für den VPN-Client, sondern wir müssen das Profil selbst exportieren und dem User in irgendeiner Art und Weise zukommen lassen, sei es über eine MDM-Software oder über eine Anleitung. Es gibt leider nichts im Bereich User-Portal. Das Einzige, was es bei der OpenSense gibt, ist so ein kleines Self-Service-Portal für
Zwei-Faktor-Authentifizierung, dass man sich einen Token erstellen kann. Das geht bei der Sophos ja auch. Und so ähnlich funktioniert es auch bei der OpenSense. Ich habe da mit den Jungs von OpenSense gesprochen, wie es aussieht, ob die da eigentlich noch eine Funktion reinbauen wollen, dass der User sich auch ein Zertifikat und ein Profil erstellen kann, ist jetzt nicht in deren Fokus. Ihr könnt gerne alle eure Wünsche direkt bei OpenSense eintippen. Dann könnte es sein, dass sie nicht denken, okay, dann programmieren wir das für die Business Edition mit rein. Ich glaube es jetzt aber erstmal nicht. Genau, was geht noch nicht? Es gibt kein HTML5 VPN, das ist ja auch über das Userportal zu erreichen. Meine Alternative ist da immer Guacamole. Wer es nicht kennt, ist ein HTML5 VPN für RDP und SSH und VNC. Leider nicht für Webseiten, ansonsten wäre das ein unschlagbar gutes Tool. Funktioniert super, kostet nichts, schaut es euch mal an. Und es gibt keine eigene Quarantäne für die einzelnen User. Das betrifft die E-Mail-Protection. Und zwar hat sich das wohl so etabliert bei vielen Anwendern, dass der Endanwender eine E-Mail bekommt, welche E-Mails in seiner Quarantäne momentan sind und er die dann auch aktiv noch releasen kann. Da bin ich sehr skeptisch. Finde ich nicht gut, weil wie soll denn der Endanwender, wenn er nicht geschult ist, das entscheiden können, ob das eine Spam-Mail ist oder nicht? Heutzutage sind die ja auch wirklich gut. Wer das trotzdem unbedingt haben will, dem empfehle ich dann das Proxmox Mail Gateway. Das ist eigentlich eine super Alternative. Kostet auch nichts. Ich habe mal hier von der Website die Slideshow aufgemacht. Jetzt nicht mehr funktioniert, da wäre das mehr. Anios, so viel Fett. Schatz. Slideshow. Herrlich. Jetzt. Wunderbar. Ja, genau. Sieht toll aus. Schöne Grafiken. Dunkel gibt es auch. Wow. Und irgendwo hat man da auch die Quarantäne-Funktion gesehen. Hier, man kann die User importieren, dass sie das anschauen können. Und wo ist diese Quarantäne? Ich habe sie wahrscheinlich schon gesehen und jetzt geht die Zeit schon nicht mehr. Was ist euch an? Gut. Die Sachen gehen auf jeden Fall nicht. Was geht noch nicht? Es gibt keine WLAN-Lösung. Sophos hat ja den Weg eingeschlagen, dass es den kompletten Netzwerkbetrieb übernehmen will. Also Firewalls, Switche und WLAN. Und daraus dann eben eine Lösung zu basteln mit der Endpoint Protection, dass alles ineinander greift. Ist eine super Idee. Funktioniert leider überhaupt nicht. Weil nur Beschwerden macht nur Ärger. Und da es im Open-Source-Bereich bei WLAN nichts gibt, müsste man hier auf eine andere Lösung gehen. Wir setzen da auf Unified. Warum? Weil es jeder einsetzt. Also ich hatte eigentlich auch ganz am Anfang immer so den Gedanken, Unified, das ist ja eher so Consumer-Grade. Aber durch eben unsere Migrationsprojekte zu OpenSense, jetzt nicht nur die von Sophos, aber allgemein sehen wir natürlich bei allen Kunden irgendwo ins Netzwerk ein und es hat wirklich 50% aller Anwender, die jetzt gesehen haben, haben wie Unify schon im Einsatz. Krankenhäuser, Public Service, Kunden von Lagerhaltung, Kiosk, alles was es gibt in allen Größen. Auch tenant-basiert, das heißt, ich habe einen Controller in der Cloud stehen und kann dann meine Kunden durchwechseln. Ja, ist ja auch ganz gut, wenn man jetzt ein kleiner Managed Service Provider ist. Da muss man nicht bei jedem einen Controller reinsetzen. Also entweder mit einem Cloud Key da zu bedienen oder eben über einen Controller. Und das Tolle ist, der Controller kostet nichts. Das heißt, wir müssen nur die Geräte kaufen und sind nicht auf irgendeine Lizenz angewiesen, so wie es bei Sophos ist. Und Preise ist es sehr ansprechend. Ich habe mal hier den Zock noch aufgemacht, der U7 Pro, 165 Euro netto, das ist eigentlich überhaupt kein Geld im Gegensatz zu einem Sophos-Gerät. Und bei Sophos haben wir halt das Problem, dass diese Geräte, also es ist nicht der Kernfokus von Sophos, Access Points herzustellen. Das heißt, der Lifecycle von den Produkten ist sehr langlebig und man kriegt nicht immer die neueste Technik gleich hinterhergeworfen. Und die sind dann auch noch teuer. Deswegen meine Empfehlung, lieber was kaufen von einem Hersteller, der sich wirklich um sowas fokussiert. Ja. Und
habe ich bisher eigentlich nie wirklich schlechte Erfahrungen. Also das Einzige, was wirklich nervt, ist der U6 Long Range. Der funktioniert nicht so wirklich toll. Aber hier in der Pro-Reihe, ja, und wer jetzt nicht den heißesten, neuesten Scheiß will, der kann auch hier so eine U6 Lite nehmen. 50 Euro. Ja, es ist wirklich ein Witz. Die funktioniert auch. Genau, WLAN, das sind die Abstriche und der HA-Modus. Da sind wir bei Softwares doch schon sehr verwöhnt. Also ich finde es ja total toll, wenn ich eine Software habe und dann soll die im AA funktionieren, dann baue ich die zweite rein, stecke ein Kabel über den AA-Niveau und dann ist die Welt. Das ist richtig toll. Das haben die richtig gut gemacht. Das geht bei OpenSense leider nicht. Ich zeige es später, wie man es bei OpenSense macht. Es gibt keine automatische Konfiguration. Man muss es parallel pflegen, aber natürlich wird die Konfiguration. Ja. Zusätzlich brauchen wir drei freie IPs. Bei der Software ist es so, da ist ein Gerät immer still und hat eine IP-Adresse, kann man über den AA-Link erreichen. Aber wir brauchen hier für beide Geräte eine IP, die sind beide aktiv und dann brauchen wir zusätzlich noch eine dritte IP und das ist dann ihr Gateway und die wandert dann eben auf, liegt in der Regel auf Knoten 1 und wenn geschenkt wird, dann nimmt sie auch Knoten 2. Dafür darf der Cluster in unterschiedlichen Versionen laufen. Ja, wer schon mal ein Update von der Software gemacht hat, das ist gar nicht so lustig. Kann schon mal irgendwo hängen bleiben und dann, ja, dann ist manchmal auch kein Neustart mehr, sondern dann wird es richtig eklig. Oder wenn ein Gerät getauscht werden muss und es kommt dann in der höheren Version, man wird es wieder in Betrieb nehmen, Katastrophe. Ja, also da ist es dann doch. Genau, und dann, ja, dann haben wir noch so kleinere Einschränkungen, die schauen wir uns auch gleich nochmal an. Die wichtigste und die nervigste, das Protokoll wird in der Regel und nicht im Alias definiert. Jeder kennt es wahrscheinlich. Ich habe eine Regel, LAN ins Internet darf und dann Ping, DNS, NTP, Surfen, E-Mail. Eine Regel, Quatsch, fertig. Das ist toll. Bei OpenSense wird aber in der Regel das Protokoll festgelegt und da gibt es dann entweder TCP oder UDP, beides auch noch, oder ICMP. Das heißt, wenn ich Ping, DNS und Surfen freigeben will, dann brauche ich drei Regeln. Eine für die TCP-Part, eine für UDP, eine für ICMP. Ja, damit muss man sich arrangieren. Bis zu 100 Regeln ist es noch handelbar, danach wird es wirklich nervig, da muss man sich einfach Zeit nehmen. Aber es hilft nichts. Der Anti-Spam ist nur rudimentär, weil es für die Open Source Lösung, die es gibt, das ist RSpammD bei OpenSense, gibt es keinen richtigen Quarantänemodus. Das heißt, wir können die E-Mails entweder blocken, wenn sie als Spam klassifiziert werden, oder eben den Header oder den Subject. Was haben wir noch? Die Synchronisierung der User aus dem AD ist etwas hölzern. Ja, also. Wir kennen es ja bei der Softboss AD-Login und dann wählt man die Gruppe aus und sagt Backend-Sync und dann sind die User alle da. Und dann macht er das einmal am Tag und dann ist es gut. Das geht bei OpenSense leider nicht. Da macht man es entweder manuell oder es wird synchronisiert, wenn sich der User versucht, das erste Mal einzuloggen. Und dann muss aber die Gruppe genauso heißen wie die Gruppe lokal, damit er dann auch in die richtige Gruppe gefunden wird. Funktioniert aber nicht richtig toll. Und dann kommen auch so diese kleinen Einschränkungen, wenn der User aus dem AD gelöscht wird, wird er nicht aus der OpenSense ausgelöscht. Das sind dann so kleine Features, die gehen dann wieder nur mit der Business. Muss man wissen. Was haben wir noch? Der Proxy ist, der hat keine kommerziellen Listen. Für Blacklisting, sage ich auch gleich, haben wir nur eine Liste aus Frankreich, die von französischen Studenten gemanagt wird. Dementsprechend ist der Fokus eher auf Frankreich, nicht auf Deutschland. Auch nicht so toll. Das haben wir noch nicht, kein Mail-Backup. Das verwenden ja auch viele, die sind es gewohnt, einfach immer wieder ein Backup zu bekommen. Da gibt es auch andere Lösungen und die Reports sind auch eher dürftig. Ja. Da ist ja auch der Daily Report von der Lofthouse, ist ja super. Also einmal am Tag hier meine Graphen, was ist alles passiert. Ich schaue schnell runter und dann bin ich so. Das ist schon gut. Da muss man sich bei OpenSense ein bisschen arrangieren. Wie man das macht. Gut.
So, dann sind wir die komischen Slideshows auch durch. Und dann fangen wir gleich an. Ja, wie plane ich so eine Migration? Parallelstellen. Das heißt, die Sophos ist weiterhin noch das Gateway und wir stellen die OpenSense parallel ins Netz. Das heißt, wir brauchen eine freie IP-Adresse im LAN und im besten Fall brauchen wir eine freie IP-Adresse im WAN. Wenn Sie nur PPPoE haben, dann wird es natürlich schwierig. Dann müssen wir erstmal den Fokus auf das LAN legen, damit die beiden erreichbar sind und parallel stehen können. So, wie sieht das Ganze dann aus? Ja, bin ich schon wieder abgemeldet. Danke dafür. Hier haben wir mal eine Sophos SG230, die wir auch gerade migrieren. Ein paar Netze fehlen noch, 3 Stück, die anderen sind nicht relevant. Und ja, dann geht es hier mit den Aliasen los. IP-Aliase, Service-Aliase, die regeln wir hier über Firewall-Aliase. Gehen wir mal auf Plus und dann haben wir hier eben Hosts für einzelne Hosts, Networks. Für Netzwerke kann man auch mit Hosts kombinieren mit /32 und die Ports für Service Definitions. Ja. Wir haben noch ein paar andere Geschichten wie Geo-IP oder URL-Table-IPs, wo aus dem Internet die Blacklisten geladen werden können. Würde jetzt aber ein bisschen zu tief reingehen. Jedenfalls hier werden die Aliase verwaltet und dann können wir zum Beispiel hier ein Alias anlegen. Ich mache es immer ganz gern P für Ports, das haben wir eine schöne Übersicht. Und dann von LAN zu WAN und dann die TCP-Ports. Und was haben wir dann da? Wir haben Port 80 für Surfen, wir haben PP3, E-Mails, POP3 und wie sie nicht alle heißen, verschlüsselt und unverschlüsselt. Ja, ihr seht es. So, und dann haben wir so ein Alias angelegt. Und taucht dann auch hier auf. Man kann es auch noch schön filtern, dass man die alle sieht. Und hier sieht man dann eben auch schon, der Alias, der angelegt wird, gilt nicht für ein Protokoll, sondern erstmal nur für den Port selbst oder für die IP. Wenn wir dann zur Regel gehen und sagen, wir wollen jetzt hier eine Regel einrichten, dass das LAN ins Internet nur bestimmte Ports darf, dann bringen wir eine neue Regel an und müssen hier das Protokoll festlegen. Und dann sagen wir TCP von dem LAN-Net. Das kennen wir wie bei der Sophos. Da ist es halt Drag and Drop. Hier ist es kein Drag and Drop. Ist aber nicht schlimm. Auf Destination Any mit unseren angelegten Ports. Ja, kann man auch super suchen. Also, was weiß ich, CCC, B. Dann taucht alles auch mit P. Ja, hier könnte man noch Ranges anlegen, wenn man die Ports nicht über den Alias definiert. Ansonsten wird hier nur in diesem Feld bleiben. Der Description dazu geben. So, da packen wir die mit rein. So, und dann hätten wir jetzt die eine Regel für TCP-Ports. Das gleiche Spiel brauchen wir dann für UDP. Hier kann man wenigstens schön klonen. Und dann kann man die ganze Geschichte noch für ICIP machen, da brauchen wir keine Ports. Dann hätten wir noch den P. So, wenn wir verschieben wollen, ist bei Sophos schon ein bisschen nervig mit diesen Positionen. Hier ist es auch nicht wirklich besser gelöst. Man markiert die Regeln, die man verschieben will. Dann gibt es hier die tollen Pfeil. Move selected rules before this one. Und dann stehen die da oben. Ja? So wird verschoben. User Experience ist jetzt nicht so der Hit, aber da muss man sich halt dran gewöhnen. Was ist noch ein Hauptunterschied? Nein, nicht vergessen. Was wir uns gleich haben, ist erstmal, dass die Regeln natürlich von oben nach unten abgearbeitet werden. Das heißt, wenn es hier kein Match gibt, dann prüft er da, gibt es da ein Match? Nein, dann prüft er das nächste. Und hier ist LAN Any erlaubt, dann wird es da erlaubt werden. Ja, wäre diese Regel aus, würde es verboten werden. Bei Sophos ist es aber so, es gibt nur einen einzigen Bereich für Firewall-Regeln. Nicht Interface bezogen. Und hier haben wir für jedes Interface einen eigenen Regelsatz, weil die Firewall die Pakete dort prüft, wo sie als erstes ankommen. Haben wir also ein Paket vom LAN Richtung OpenVPN, dann muss die Freischaltung auf dem LAN-Interface erfolgen, weil dort das Paket als erstes ankommt.
Wenn wir einem OpenVPN-User Zugang zum LAN geben wollen, dann müssen wir das bei OpenVPN, nicht bei LAN. Ja, wenn wir bei LAN freischalten und sagen, das OpenVPN-Netz, da wenn es LAN, dann kommt das Paket an auf diesem Interface zuerst. Und wenn es dort nicht freigeschaltet wird, wird es geblockt. Ja, also die anderen Interfaces werden nicht geprüft. Das ist eine wesentlich sicherere Methode, Regeln anzuwenden, aber auch ein bisschen aufwendiger. Wenn ihr sagt, ist mir too much, ich will das 1:1 haben, weil ich bin es so gewöhnt und meine Admins sind es auch gewöhnt. Ja, es müssen ja noch alle Mitarbeiter sich damit auskennen. Dann gibt es die Floating Rules. Floating Rules gelten über allen anderen Regeln. Gelten für alle, sofern wir hier in Interfaces nichts auswählen. Ja? Und das entspricht dann hier der Ansicht, wie bei einer Sophos, alles in einer Übersicht und alle Regeln gelten theoretisch für alle Interfaces, natürlich immer nur mit Credenz. Ja? So legen wir dann die Firewall-Regeln an und da muss man halt wirklich 1:1 migrieren. Ist viel Turnschuh-IT, ist viel Handarbeit, aber ist auch immer wieder mal eine gute Gelegenheit, mit den Regelsatz auch zu räumen, weil die ja doch schon so stark gewachsen sind. Viele Regeln sind gar nicht mehr notwendig. Meistens so 2/3. Macht also Sinn, da groß eine zu machen. Und was natürlich auch dann toll ist, wenn es in Richtung ISO-Zertifizierung gehen soll, dann muss ja auch alles dokumentiert werden. Und dann können wir gleich anfangen, eine Excel-Liste anzulegen oder über ein Ticketsystem zu arbeiten und dann jeder Regel im Description-Feld eine ID zu verpassen, wo dann dokumentiert wird, warum gibt es diese Regel und natürlich fortlaufen, warum hat die sich geändert, warum ist jetzt noch was. Ja, also es lohnt sich, sich da einmal die Arbeit. Gut. Jetzt haben wir die Firewall-Regeln migriert. Währenddessen macht natürlich Sinn, auch dann schon mal VPN-User umzustellen. Das heißt, wir richten den VPN-Service ein, im besten Fall auf dem WAN-Interface, wo die Firewalls auch auf dem WAN parallel stehen. Wenn nicht, müssen wir es auf AnyWAN lassen. Ja, dazu, also ich mache jetzt hier keine Einleitung, wie man VPN dann konfiguriert. Da brauchen wir schon ein bisschen mehr Zeit, ist klar. Da machen wir einfach hier einen VPN-Mitarbeiter. Mitarbeiter VPN. Wir legen den Port fest. Default ist 94, Byte-Adress lassen wir leer, dann hört ihr auf allen Adressen. Dann könnte man theoretisch den auch auf dem LAN-Interface hören lassen und dann über den Port-Forward oder so schon mal einbringen. Das hat den Vorteil, dass man schon mal die User nach und nach migriert. Ja, weil das ist ja das, was am meisten Zeit braucht. Man kann nicht schwenken und dann erstmal jeden User ablaufen und sagen, bitte installier mal den Kleinen, lass uns mal testen, dann haben wir keine Zeit und. Das auf jeden Fall schon mal vorab machen, dass alle User umgestellt sind. Ja? Und dann haben wir halt hier viele, viele Felder. Das ist noch nicht mal die Advanced-Ansicht. Ja? Das ist natürlich bei Sophos, ist man so in seiner eigenen Welt, da macht man 3 Felder und das funktioniert. Aber dafür ist man halt dem vorgegeben, was einem davor gebrochen wird. Und hier haben wir wirklich alle Möglichkeiten, die man die es einem so bietet, macht immer Sinn, da die Dokumentation zu lesen. Wie gesagt, wir machen jetzt hier kein Intro. Deswegen wäre es jetzt hier einfach ein Netz festzulegen, warum das Server heißt. Reden wir nicht drüber. Das ist das Tunnelnetz. Und Zertifikate, klar, brauchen wir alles. Und natürlich dann das Local Network, was wir dem Kleinen durchpushen wollen. Hier wäre es zum Beispiel irgendwie diese 86.0. Das Demo-Netz, Remote Network brauchen wir nicht. Das wäre per Side-to-Side. Und dann können wir noch DNS, NTP und die Default Domain. Alles schon mal weitergeben. So, dann ist es eingerichtet. Dann haben wir einen Client-Export. Das wäre jetzt die Option, hier den Client zu exportieren. Der Export-Type, den kann man jetzt nicht auswählen, weil ich keinen Server eingerichtet habe. Da gibt es Archiv und File-Only und noch ein paar andere. Bitte immer File-Only. Das ist eine Datei, da ist alles drin, das ist für alle Systeme kompatibel. Doppelklick oder Rechtsklick importieren und dann ist das Ding drin. Ja? Hier die IP rein, den Port und dann bei den Zertifikaten werden nicht die User angezeigt, sondern die Zertifikate, die von der Zertifizierungsstelle
erstellt wurden, die hier in dem Server verlinkt sind. Ja? Und da es kein User-Portal gibt, machen wir es bei größeren Installationen so, wir machen ein Client-Zertifikat, was alle haben, und dann Username, Passwort als Login plus Zwei-Faktor-Authentifizierung. So ist es dann, hat man auf jeden Fall den Schutz, dass es ein Client-Zertifikat ist und noch als zweiten bzw. dritten Faktor dann noch Username, Passwort und OTP. Ja, das ist völlig ausreichend. Man kann sich natürlich dann eben die Arbeit machen, also bei 10, 20, 30 Usern, dass man die Zertifikate selbst erstellt. Funktioniert hier über System, Trust, Authorities. Dort legt man das Root-Zertifikat an und im Zertifikat legt man dann einmal ein Server-Zertifikat an für die Firewall und beim Issuer muss man dann eben natürlich das ICA auswählen und dann für die einzelnen Clients Client-Zertifikate oder eben eins für den Einzelnen. Ja? Und so geht es dann weiter. Gibt es natürlich auch Dokumentationen, wie das alles funktioniert. Gerne lesen. So werden dann eins zu eins die User schon mal umgestellt. Und wenn die Firewall parallel stellt, dann Tipp, dann haben wir zwei Gateways in einem Netzwerk. Weil Gateways in einem Netzwerk ist immer schlecht, weil die User gehen hier ins Internet und das ist immer der OpenSense. Die VPN-User kommen hier rein, wollen ins LAN und der Server im LAN, der schickt aber die Antwort an die Firewall, die alte Firewall. Und dann funktioniert es nicht. Und was machen wir dann? Wir machen einen kleinen Workaround. Das ist jetzt eher für die Techies hier, nicht für die Leute, die jetzt sich mit irgendwie einem Projekt auseinandersetzen, sorry. Aber wir haben in der Regel immer viele Techniker, deswegen gibt es hier immer so die kleinen Tipps. Machen wir einen Outbound-NAT. Wenn wir Hybrid-NAT auswählen, können wir eine manuelle Regel setzen, die dann besagt, ich lese diese Regel mal. Ein ausgehendes NAT wäre ein SNAT bei Open, bei Sophos. Pakete, die das LAN-Interface verlassen und von Source unserem VPN-Netzwerk kommen. Ich glaube, wir hatten 10.1.0.2. Hier ist es jetzt auch grau, sauber auch immer. Einmal draufklicken oder daneben klicken, dann ist es ein 24er Netz. Destination LAN-Net nach und auf die Interface-Adresse. Auf die Interface-Adresse von LAN. Und dann sieht der Server die interne IP der Firewall und schickt dort seine Antwort. Ja, das ist der wichtigste Punkt bei der Migration von VPN-Usern besonders. So, was haben wir noch? IPsec, die kann man nur vorbereiten. Logo lesen, hilft nichts. In der Regel ist es selbsterklärend. Wer es einfach haben mag, verwendet noch die alte Ansicht von den Legacy Settings. Die wird irgendwann rausfallen, aber nicht so bald. Da ist das Feedback zu hoch, dass das mit Connections noch nicht so wirklich sauber funktioniert. Also da kann man sich noch für entweder oder entscheiden. Natürlich sollte man primär die neue Funktion Connections wählen. Ne? Die kann man aber, wie gesagt, nur vorbereiten oder schon mal migrieren. Aber wenn man dann mit der Gegenstelle zu tun hat und das ist man selber, dann ist es natürlich immer schwierig, weil dann ist man darauf angewiesen, wie motiviert die Gegenseite ist. Ansonsten die Klassiker, DHCP, der alte, der neue, muss man die Doku lesen. Also wer es alleine machen will, der muss sich einfach mit der Dokumentation auseinandersetzen und sich da durchkämpfen. Viele werden OpenSense wahrscheinlich auch schon von daheim kennen. Und dann ist der Rest eigentlich ja, zum größten Teil selbsterklärend. Einen Schnelldurchgang wollte ich jetzt noch machen, speziell für HA-Proxy, weil die meisten Leute im Business einfach ihren lokalen Exchange gepublished haben. Deswegen sehr schneller Durchgang. Manchmal bin ich zu schnell für die Leute. Schaut euch dann nochmal gerne die Aufzeichnung an, aber haben halt ein bisschen wenig Zeit. Es gibt, System, Firmware, Plugins. Das ist so das Herzstück von OpenSense. Es gibt ganz viele Plugins, wie man das System erweitern kann. In der Regel reichen die Plugins, die da drauf sind. Bitte nicht erschrecken, das sind jetzt viele lokale, viele Testen, alles Mögliche. Aber hier kann man sich die Plugins aussuchen, die man hier so braucht. Und wir brauchen für Let's Encrypt-Zertifikate, ECMI Client und den HA-Proxy. Das wäre der Reverse-Proxy wie bei der Soft. Ne? Und dann fangen wir an. Wir wollen Zertifikate erstellen.
Dazu müssen wir das Plugin enablen, wir müssen den Renewal setzen. Wir machen am besten die AA-Integration und diese Introduction Pages, die lassen wir uns nicht anzeigen. Dann brauchen wir einen Account. Das ist klar. Für Let's Encrypt einfach eine E-Mail-Adresse. Wir nehmen Let's Encrypt. Felder kann man leer lassen. Der Challenge-Type gibt es auch genügend. DNS, HTTP, TLS. In der Regel macht man HTTP. Und damit kommt dann der H-Proxy selbst zurecht. Hier wählen wir noch den H-Proxy raus, ist klar. Und hier sagen wir noch, welches Frontend existiert, wenn wir es dann gleich angelegt haben. Zertifikate einfach dann anlegen, der Common Name und hier der Account, den Challenger für HTTP und dann ist das Ding angelegt. Wichtig, Port 80 muss und P43 für den Reverse Proxy muss eingehen, natürlich freigeschaltet werden. Viele Sachen, die bei der Software automatisch freigegeben werden, muss man bei der Office manuell machen. Bedeutet, wir gehen auf Firewall, Rules, Warn, wenn wir es aufteilen wollen, und sagen Plus. Und dann wollen wir TCP-Protokollen von überall aus dem Internet auf Warn-Address oder optional auch dieses Firewall. Das wäre jede IP, die die Firewall besitzt, mit Port HTTP. Machen wir Save. Und dann könnte man schon mal mit, wäre man mit Let's Encrypt erreichbar, wenn natürlich der DNS-Name passt. Und dann klonen wir die Geschichte und nehmen noch HTTPS und dann ist man auch über HTTPS von außen erreichbar. Ja? Also das muss man manuell machen, wenn man den Reverse Proxy betreiben will. Bei der Software geht es automatisch. Genau. So, dann wollte ich noch kurz erklären, wie funktioniert der AA-Proxy. Ähnlich wie bei Software. Ich guck mal rüber hier. So, wo ist denn das Webserver Protection? Haben wir da was? Nö, haben wir nicht. Okay, die Profiles brauchen wir nicht. Es gibt einen Virtual Web Server und es gibt einen Real Web Server. Das ist ja toll. Ist ja genau das Gleiche. Wir haben die Real Server. Legen wir einen an. Da hat er schon den Real Host für Let's Encrypt angelegt. Und dann sagen wir hier Name, Exchange, Typ, statische IP, 10.1.1. Und Port 443 und SSL macht da, aber wir tun das Zertifikat nicht validieren. Das könnt ihr gerne machen, aber dann muss es auch wirklich stimmen. Dann muss ja die DNS-Name stimmen und. In der Regel hier der Haken raus. Passt. So. Dann haben wir schon mal den Frontend-Server, den Backend-Server angelegt. Den Real-Server. So. Der H-Proxy ist eigentlich dafür gedacht, dass er ein Load-Balancer ist. Das heißt, er verteilt den Traffic dann auf ganz viele Systeme. Deswegen gibt es hier nochmal Backend-Pools. Ich glaube, das gibt es hier bei der SoftForce nicht, zumindest nicht so offensichtlich. Wir brauchen aber immer einen Backend-Pool. Machen wir mal hier BE-Pool. Und dort sagen wir, wenn was auf diesen Backend-Pool ankommt, dann teilen wir es weiter auf den Exchange. Mehr müssen wir hier nicht machen. Und dann gibt es einen Public Service, das ist das Frontend. Und dort kann man jetzt entweder, wenn man mehrere IPs hat, sagen Exchange, Frontend, der hat dann auch unsere IP, ja, irgendwie 4 mal die 0 oder dann eben die Warn-IP mit dem Port 443, den habe ich jetzt hier aber nicht frei. Also machen wir es so, es ist ein HTTPS-Offloading und dann wählen wir unseren Backend. Das bedeutet, alles was hier auftrifft, geht an den Backend-Pool, der Backend-Pool leitet es weiter. Wenn ihr nur eine IP-Adresse habt und das mit DNS dann verteilt wollt, dann nehmen wir keinen Default-Backend-Pool, aber wir brauchen das Offloading und wählen dann hier unser Zertifikat aus, wenn wir es später erstellt haben, so nennen wir ein Problem. Und lassen den auf jede IP ran und brauchen dann, um das zu trennen, Regeln und Bedingungen. Und zwar legen wir eine Bedingung an, die besagt, wie nennen wir sie denn? Change Condition. Und wir sagen, Host matches und dann Exchange Domain.de. Ja? Ups. So, also, wenn dieser Name Exchange Domain.de aufgerufen wird,
Dann haben wir erstmal eine Bedingung erfüllt. Dann brauchen wir eine Regel. Die Exchange Rule. Mod. Wir sagen if Exchange Condition, also wenn diese Domain aufgerufen wird, dann benutze den bestimmten Backend-Pool und das ist dann der Backend-Pool für den Exchange. Und dann gehen wir in unseren Public Service. Das wäre dann unser Master Service, deswegen steht hier schon Master Firewall, weil das der Master Service ist, der auch alles hört. Ja? Dann haben wir hier unsere Listen-Adresse für alle Ports, für den einen Port, für alle Domains und dann haben wir in hier unten in den Rules, wenn wir diese Regel dazu auswählen, dass verlinkt wird, dass wenn die Domain aufgerufen wird, dann bitte weitergeleitet wird an. Ja? Und dann können wir das hier für den Nextcloud machen, für den Exchange, für eine Zeilerfassung und was es nicht alles gibt. Ja? So würde man den Exchange migrieren. Das wollte ich auf jeden Fall noch erklären. Dann hätte ich noch den Proxy. Und zwar ist es so, Proxy ist ja bei OpenSense, bei Software immer noch sehr präsent. Die Open-Source-Lösung wird aber nicht mehr so stark weiterentwickelt. Und Proxy ist an sich eher auf einem absteigenden Ast. Deswegen hat OpenSense auch den Proxy aus dem Core rausgenommen und nur noch als Plugin verfügbar gemacht, weil er eigentlich ja, hin und wieder doch schon ein paar Probleme macht. Deswegen meine Empfehlung, lieber in eine gute Endpoint Protection investieren, die vielleicht auch so eine kleine Web Protection mit dabei hat. Da hat man es gleich am Endpoint gelöst und man braucht auch den SSL-Traffic dann nicht aufrecht. Ja? Oder man verwendet das kommerzielle Plugin ZenArmor. Das kostet dann aber wiederum was. Also wer die Intention hat, von SOCOS zu OpenSense zu wechseln, weil es kostet. Oh. Da ist es dann wieder hinfällig. Wer einfach eine Alternative sucht, gerne mit Open Source, aber der auch was kosten darf, dann das ZArmor-Plugin nehmen. Könnt ihr auch bei der Thomas-Trenn-Webseite bestellen. Haben wir auch gleich hier den Programm und zeige ich euch gleich. Ansonsten, wer es unbedingt mit Squid machen will, der installiert das Plugin und finde ich es nicht, Web-Proxy natürlich aktivieren. Auf dem LAN, auf welchem Port er hört, 8080. Wir können noch eine SSL-Inspection hinzufügen oder mit Log SNE Only, dass wirklich nur der Domainname geprüft wird und SSL nicht aufgebrochen wird. Jeder meint ja, weil er eine Soros hat und da steht SSL, wo haben wir es denn hier, dass der das aufbricht und alles Mögliche macht. Nee, nee. Im Standard-Mode ohne Aufbrechen wird nur auf Domains geprüft. Ja? Gescannt auf Viren wird nur der HTTP-Traffic, nicht der verschlüsselte Traffic. Und das sind nur noch ungefähr 2, 3, 4% von eurem Traffic. Das heißt, da darf man sich jetzt nicht sicher fühlen, dass die Software alles für einen macht. Dafür wäre sie auch viel zu schwach. Deswegen, hier wäre dann gleichzusetzen, wenn man die Funktion 1 zu 1 übernehmen will, SNE-Only checken, also den Domainnamen im Zertifikat. Und dann haben wir hier die Möglichkeit, Remote Blacklists zu importieren. Ich habe es hier aus der Anleitung genommen von OpenSense. Denn wie gesagt, wer es alleine machen will, hier docs.opensense.org kann man schön durchgehen und sich alles mal anschauen dazu. Und wir nehmen die Blacklist-Datei wie von der Universität in Toulouse, ist französisch und kostet nichts. Darf man verwenden. Aber wenn man sich dann die Kategorien anschaut, dann sieht man halt, es ist halt französisch angehaucht. Ja? Und so die klassischen deutschen Seiten findet man da in der Regel nicht. Ja? Dafür gibt es aber auch sehr viele Fake News, File-Hosting, was es nicht alles gibt. Also da kann man schon schön danach bilden. Genau. Was wollte man noch machen? Ja, Hardware. Sophos ist es so, die wollen ihr Geld mit Lizenzen verdienen. Das bedeutet, die Hardware, die geben sie nicht zum Selbstkostenpreis raus, aber sie sind schon sehr günstig. Wenn man sie bei Thomas kennt, ist es halt einfach ein Serversystem.
Und deswegen ist das Preisliste immer ein bisschen teurer, wie jetzt die reine von der Software. Doch jetzt hat man halt keine Lizenzen. Und wenn ihr auf die Seite geht, einfach auch Produkte, Einsatzzweck, Open Sense Firewalls. Und hier sind die Geräte, die von Thomas Glenn geprüft werden. Grüße an Thomas. Vor langer, langer Zeit war es noch so, dass wir die Hardware bekommen haben. Wir haben die Checks gemacht. Funktioniert es? Wie ist der Durchsatz? Werden alle Treiber erkannt? Haben wir gesagt, ja, mach mal einen Haken dran. Und dann ist das Ding im Shop gelandet. Mittlerweile macht Thomas Glenn selber. Bedeutet natürlich auch, ihr seid jetzt da auch nicht von irgendjemandem abhängig. Das machen die ganz gut. Und wir treffen uns auch alle 2 Wochen zu einem kleinen Verfix und sprechen uns ab zu neuer Hardware, zu neuen Systemen und allem, was so dazu gehört. Desktop-Systeme wären hier die Low-Energy-Systeme. Da sind wir preislich, ja, eigentlich ist es hier unschlagbar, wenn einem 3 Ports reichen. Wir haben 2,5 Gig. Das ist ein guter Celeron, der ist richtig stark. Bitte auch, wenn mal ins Thomas Glenn-Wiki schauen. Egal, nach was man bei OpenSense sucht, man landet ja immer bei Thomas Glenn. Ich weiß nicht, wie die das machen. Und im Thomas Glenn-Wiki hat der Thomas eine super Performance-Übersicht drin, welche Systeme wie viel Durchsatz haben. Ja, also gerne mal im Thomas Glenn-Wiki ein bisschen stöbern. Der Thomas tut bestimmt später auch noch mal den Link hier rein. Genau, also Desktop-Systeme, wenn die 3 Ports reichen, den kleinen Jungen hier, ein mehr Ports. Nehmen wir den Less Networks XL, das ist ein Monster. Den gibt es auch als i5 in der 10. Generation. Also, der reicht wirklich für alles, was es so gibt. Und wenn man mal ganz ehrlich sicher sein, dass das auch alles kompatibel ist, ganz wichtig, bitte keinen RAID-Controller verwenden. Ja, wenn ihr eigene Hardware verwenden wollt, es gibt ja auch viele, die hier bei den Webinar zuschauen und gleich Thomas Kleinkunde sind, bitte keinen RAID-Controller verwenden. Und in dem Setup hier in dem Shop, wenn man über den Einsatzzweck OpenSense reingeht, dann wird man auch hier keinen RAID-Controller angeboten bekommen. Ich hoffe es zumindest nicht. Ja? Aber bitte wählt es keinen aus. Ja? Gut, aber wer 2 Festplatten verwenden will, dann macht er natürlich mit ZFS einen RAID 1 Mirror. Ja, also auf dem Software-RAID. Also, genau. Was haben wir noch? Wir haben die Front-IO-Systeme. Das sind dann die klassischen Appliances, wo die Ports auf der Vorderseite sind, nicht auf der Rückseite. Das macht oft Sinn, weil die Gerätschaften relativ tief sind. Und wenn man dann da drüben einen dicken Server hat, der 1 Meter lang ist, da muss man sich schon so ein bisschen hier mit der Hand durchboxen. Also nicht mit meinen Fingern, wird es wahrscheinlich nicht schaffen, um da die Kabel zu patchen. Deswegen Front-IO-Systeme sind mein Liebling. Und was haben wir da? Den Atom. Ja, ist halt ein Atom. Bringen wir drüber. Wir haben die eierlegende Wollmilchsau als Xeon-D. Nicht verwechseln mit einem Xeon-E. Das ist ein Xeon-D, die abgespeckte Variante. Aber reicht für die gängigsten Workloads. Und wir haben halt hier ein 6x1 Gigabit und 2x10 Gigabit LWL mit dabei. Plus eine IPMI-Karte. Das ist ein super System, preislich total ansprechend. Ja, und dann gibt es noch die weitere Variante dazu mit 4x1 Gigabit, 2x25 Gigabit und irgendwo war da noch einer mit 4x1, 2x10 G Kupfer, 2x10 G LWL. Thomas, da musst du dich später nochmal einkriegen. Wo ist denn der jetzt hin? Der gibt es auf jeden Fall auch. Gut, sei es drum. So, wer das nicht braucht oder wer was Stärkeres mag, nimmt entweder hier das System mit Xeon-E. Können wir leider nur eine Zusatzkarte einbauen. Das heißt, wir haben 2x1 Gigabit Kupfer an Bord und dann können wir eine Karte mit reinstecken und die wäre dann entweder LWL oder nochmal eine Kupferkarte. Oder wir nehmen den AMD. Und der kann 2 Karten und der hätte auch noch 2x10 die Kupfer. Und den klicken wir jetzt mal durch bis zum Ende. Schauen wir mal. Wir nehmen natürlich das stärkere Mainboard, weil da haben wir dann 10 Gigabit Kupfer. Super, wenn man so einen Switch hat. Der Core reicht. Bei den meisten Sachen ist die Taktung wichtig. Nicht die Anzahl der Kerne, außer wir machen Proxy. Dann brauchen wir eher die Anzahl der Kerne.
wenn wir VPN machen und nur Pakete schubsen, dann wäre die Taktung wichtig. Das heißt, der hier wäre jetzt gar nicht so viel besser. Ja, also ich nehme eigentlich dann immer den, der ist absolut ausreichend. Ja, bei RAM immer schauen, dass man das Premium-RAM wählt, ist ein bisschen teurer. Ich glaube aber, man kriegt dann die 5 Jahre Garantie auch auf das RAM, ansonsten nur 3. SSDs, das, was ihr wollt, packt einfach was rein. M2 geht natürlich auch. Bei Hardware ist der Thomas der Profi. Genau, und dann können wir zwei Zusatzkarten wählen. Da haben wir viel Broadcom dabei. Die haben sich gerade nicht den besten Namen gemacht, wegen der VMware-Geschichte, aber die sind halt, was die Verfügbarkeit und die Hardware betrifft, in Netzwerkkarten schon sehr gut. Deswegen entweder hier die Kupfer-Variante oder hier die LWL-Variante. Ich finde die super, weil die kann nämlich 1, 10 und 25 Gig oder hat ein SSD 28. Ja, also das ist ein super Gerät. Da reichen zwei Ports und dann kann ich mir die reinbauen und oben eine Kupferkarte und dann kann ich eigentlich alles abdecken. Ja, 100 Gig geht natürlich auch. Das braucht, wieso nicht? Genau. Und redundantes Netzteil. Super. Wer nicht zwei Geräte will für einen Cluster, der sollte dann eher bei dem Netzteil auf Redundanz gehen und dann haben wir noch ein redundantes Netzteil mit dabei. Software. Da können wir jetzt einmal OpenSense 4 installiert uns holen. Die Business Edition gibt es preislich symbolisch, also wirklich nicht teuer. Und Zen Arbor geht auch. Sehe ich jetzt hier gerade nicht. So. Vielleicht wieder rausgenommen. Können wir dazu bestellen. Und beim Service und Support ganz wichtig, 16 Monate. Und da hat man einfach 5 Jahre seine Ruhe. Also ich hab's jetzt vor kurzem erst das zweite Mal gehabt. SSD kaputt. Ich habe einen Support Case. Einfach einloggen, seine Bestellung auswählen, Support Ticket aufmachen. SSD ist kaputt. Ich glaube, ich habe es um 11 gemeldet. Am nächsten Tag um 9 war die Hardware mit dem PS bei mir vor der auf dem Tisch gelegen. Ja, das war digital fertig. Also wer 5 Jahre seine Ruhe haben will, der macht es. Und wer es vor Ort haben will, geht es bestimmt auch. Ja, vor Ort sind ja, 5 Jahre. Und da muss man sich um nichts mehr kümmern. Also das ist toll. Ich bin super. Gut. Zen Arbor können wir auch bestellen. So, jetzt bin ich schon ein bisschen über der Zeit. Ich suche mal nach Zen Arbor. Das wäre dann ein kommerzielles Plugin, was diese ganzen kommerziellen Features von der Software umsetzt. Also eine Threat Intelligence. Wir können richtig schön kategoriebasiert filtern. Wir können in der richtigen Lizenz auch SSL aufbrechen. Und wir können ganz schön viel Geld dafür ausgeben, wie ihr seht. Ja, also wenn wir 50 User haben mit 100 Devices, da sind wir bei einem Jahrespreis von 1219 Euro. Ist ähnlich wie eine Sophos, aber funktioniert halt auch super. Ja. Genau. Und jetzt wäre ich eigentlich durch. Ja, okay. Ja, okay. Mach's doch. Ja. Jetzt höre ich mich bei dir, aber trotzdem vielen Dank erstmal schon mal. genau, ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch in die Fragerunde über. Aber bevor wir das machen, würde ich gerne noch den Thomas Niedermeyer jetzt dann als Special Guest mit begrüßen. Thomas, wenn du einmal Hallo sagen möchtest. Ja, Special Guest ist ein bisschen hochtrabend. Hallo zusammen. Ja. Genau. Du bist jetzt dabei, du wurdest ja schon angesprochen, angekündigt, als das, was bei uns intern die Hardware angeht und auch was Zen Arbor angeht, bist du also vielleicht kannst du der Fragerunde dann noch ein bisschen unterstützen. Ja, gerne. Also bezüglich des einen Systems, Michi, des RI1102DF in der Version 2.1 mit dem X11 SDV Mainboard, leider aus. Muss mal schauen. Ach, oh Gott. Gesagt. Leider sind wir da. Wie gesagt, der Nachfolger mit dem X12 SDV, das ist ja gut, haben halt weniger Netzwerkbuchsen, aber halt 25 GHz, aber sehr cool. Und eine modernere CPU. Müssen wir schauen, was wir da bekommen. Deswegen ist es, wenn die Produkte plötzlich weg sind, dann sind sie meistens aus. Oder halt gesagt, abverkauft oder einfach temporär nicht verfügbar. Aber da kann man sich selber noch nicht
zubauen. Was haben wir denn? Ja. Haben wir da 10 Kupfer haben wir auch? Weiß ich jetzt gar nicht. Passen da 10 Kupfer rein? Ja. Das fehlt. Wo sind wir denn? Ich sehe es nicht. Ja, die Zirkonen 10, 25 Kilobit. Gibt es zum Beispiel die X210er? Oh, hier, da stehen sie doch. Ja. Da kann man die alle gerade dazu bauen und dann hätten wir die 4 Genau. mal eingegeben. Wir hätten 2 mal 25 gegeben und dann kann man Ja. noch mal 2 mal 10 gegeben. Genau. Und aufpassen, Thema Stichwort 10 auch mal immer ja, beachten, dass man vor allem viele Intel-basierte Netzwerkkarten nimmt, weil die jetzt durch das NetMap, weil sie dahinter die Technologie. Läuft das eigentlich nativ mit nativen Treiber und bei Broadcom-Karten geht es zwar auch, haben wir getestet, aber nicht so geil. Also, auf Zeichen, es funktioniert deutlich besser bei Vermalter mit Intel-Netzwerkkarten. Ist auch die Aussage von Xenoarmer, dass die am besten funktionieren. Wenn man einfach das plant, den Umstieg schon mal, war zumindest irgendwo, da wo man das Xenoarmer drauf flauschen will, lauscht man auf einer Netzwerkbuchse, LAN zum Beispiel, macht Sinn, dann soll man diese Buchse ja mit der Intel-Karten mit möglichst schnell, also möglichst der verwandte Netzwerk-Interface nutzen. Gut. Stefan, nochmal Fragen? Jo, ein paar sind reingekommen. Genau, ich fange mal einfach oben an. Erste Frage lautet: Wir benutzen Unify in allen größeren Offices und haben damit keinerlei schlechte Erfahrungen, im Gegensatz zu dem Generven mit den DOS-Haus-APs. Hier ja Ist auch, hier eine bei Frage? Thomas Green. Wunderbar. Okay. Ja, super Frage. Wie gesagt. Ja. Kommen wir zur ersten echten Frage. Vom gleichen Fragesteller. Ich denke mal, das war dann gemeinsam auch gemeint. Gibt es für das OpenSense Web Interface eigentlich OAuth 2? Nein, gibt es nicht. Ja, ich habe letztens eine Anfrage bekommen über unser Webformular, ob wir sowas nicht programmieren wollen, weil es für pfSense sowas gibt. So auch ein Rumgehacki-Zeug, aber nein, gibt es nicht. Wurde auch schon ein paar Mal angefragt bei OpenSense. Okay. Will sie nicht. Ja. Okay, Also nein. verstehe. Alles klar. Gut, nächste Frage. Default-Port für die Web-GUI ändern. Achso, da warst du gerade in der Demo. Default-Port für die Web-GUI ändern, nicht vergessen, wenn HA-Proxy auf 443 Ah ja, da sind meine Tech wird. nicht verfolgt. Ihr wisst es natürlich alle, was erzählt. Wieso seid ihr überhaupt hier und hört euch das an? Genau, hier natürlich den Port ändern. Ich ändere es dann einfach auf 4 mal die 4, wie bei Sophos. Und dann ist der Port 443 frei. Richtig. Ansonsten kann der Reverse-Proxy nicht drauf laufen, weil der Webserver der OpenSense ist ein anderer wie der Reverse-Proxy. Deswegen kann man das nicht kompiliert machen. Ja, also wie bei einer Software. Gut. Da hätten wir den Hinweis. Dann, ja, da sind Fragen drin. Es sind jetzt drei auf einmal. Wir haben kleinere Offices via Red Devices gekoppelt. Was wäre die Empfehlung dafür? Das wäre das nächste, da kommen noch zwei weitere. Ja, denn das wäre natürlich dann OpenVPN. Das ist auch dasselbe, was Thread macht. Das ist auch ein ganz normales SSL-VPN. Wahrscheinlich verwenden die die OpenVPN-Komponente. Wir haben hier bei VPN. Ich teile, oder? Ja, Okay. ja. Ja, sehr gut. Wir haben hier bei OpenVPN die Möglichkeit, als Server und als Client zu fungieren. Ja, oder muss man das einfach nur konfigurieren mit Server und Client? Wie gesagt, nicht wie gesagt, wie ich es sonst immer erwähne, was man sich bei Open Source spart, das zahlt man in Klicks und in Know-how. Ja, also man muss sich schon mit der Doku mal auseinandersetzen. Und ja, man muss hier gar nicht mit mir klicken, aber dann kann man es super nach. Ja. Aber es ist keine Blackbox, die ich irgendwo rausschicke. Die muss da schon vorkonfigurieren. Die nächste Okay. Ja, die nächsten zwei Fragen, ich glaube, die beziehen sich natürlich noch darauf. Waren dann halt OpenSense auf einem kleinen Industry-PC oder IPsec dann vorbereiten und ausliefern? Ja, also ich würde es mit OpenVPN machen, das ist besser wie IPsec. Vor allem, weil wir hier bei Remote, also beim Zielhaus, können wir mehrere IPs eingeben. Ja,
Das heißt, wenn die Zentrale drei Internetanschlüsse hat und der Client hat drei Internetanschlüsse, dann kann ich auch dem Client sagen, daraus, daraus oder daraus. Und ich kann sagen, dahin verbinden und wenn das nicht geht, dahin und wenn das nicht geht, dahin. Es geht mit der IPsec-Implementierung nicht, es geht mit der WireGuard-Implementierung nicht. Jetzt kommen wieder die Techies und sagen, doch, das geht, ja, mit dynamischem Routing, da muss man aber noch ein bisschen Grips haben und wer es einfach ja, redundant haben will, der macht mit OpenVPN und mittlerweile ist es auch schnell. Ja. Okay. Ja, nächste Frage dann, was haltet ihr von Zen Armor? Ja, ich finde es super. Ich finde es super, ich bin aber auch ehrlich. 90% unserer Kunden wollen ja Open Source Firewall einsetzen und oder auch Interessenten, also ich zähle jetzt Interessenten auch dazu und wer ein kostenloses Produkt einsetzen will, der will nichts dafür zahlen. Das ist halt, ja, auch mit, wir machen ja, wir wollen ja eigentlich mit Managed Service unser Geld verdienen. Ja, also mir wäre es am liebsten, wenn ihr sagt, ah, Michi, mach du alles. Ich will ja gar nichts kümmern. Ja, das ist Kerngeschäft bei uns, ja. Aber wer die kostenlose Firewall will, will kein Geld ausgeben. Deswegen ist es ganz schwer, in dem Bereich Geld zu verdienen. Und deswegen habe ich auch nur 3 Kunden mit Zen Armor. Ja? Und dann aber auch nur im Consulting gehabt. Also nicht im Managed Service. Eingerichtet funktioniert, die sind zufrieden. Ich höre da kein negatives Feedback. Aber ich habe es nicht in meinem täglichen Betrieb mit. Ja. Aber an sich funktioniert es und die sind super und das, mit den Jungs kann man reden. Das ist ja das Tolle an Open Source. Man ist immer im direkten Austausch. Also auch der Murat, oder Thomas? Der Murat ist der Firmengründer von Zen Armor. Genau. Also, kann man LinkedIn anschreiben. Die kann man LinkedIn anschreiben und dann macht der mit ihr Videocall. Also das ist ja total spannend. Also das mal weiß auch. Da immer ein bisschen Challenge, weil gesagt, USA Westküste, da muss man schauen, dass man zeitzonentechnisch hinkommt. Aber es gibt auch Ansprechpartner in Deutschland, auch technische Ansprechpartner im deutschen Dachbereich. Also entsprechend so zeitzonentechnisch besser funktioniert. Aber die Martin Karius ist Ansprechpartner oder verschiedene andere Ansprechpartner. Das funktioniert wunderbar. Wie gesagt, ja, ist auch super, ist super einfach zu machen. Wie gesagt, muss man halt schauen, also wenn man es braucht. Also einfach für mich gedacht, einfach als Ergänzung, einfach die Kunden abzuholen, die sowas wollen, einfach dazu anbieten zu wollen. So, wie jemand sagt, ich mache es alles mit Open Source, ist ja wunderbar, aber einfach, ja, es macht halt vieles leichter, es ist natürlich einfach, das alles zu pflegen, ja, natürlich der Preis ist schon relativ hoch, aber wie gesagt, muss man halt schauen, was man braucht für eine Lizenzabstufung, jeder kann man ja auswählen, ja, gibt auch immer ein gutes Projekt hat oder speziell bei Schulen und sowas gibt es immer relativ gute Preise dann. Einfach immer anfragen und dann bitte schon. Okay. Danke. Dann die nächste Frage ist zu den Blocklisten, also known as Edgar, Pi-hole etc. Ich habe das zu Hause gelöst über Unbound DNS-Blocklisten in der OpenSense. Ja. Was ist der Unterschied zu Zen Armor und den Plugins? Weiß ich, ob das zusammengehört. Ja, das Zen Armor ist halt kommerziell, ja, ist kommerziell gepflegt. Unbound, ich zeige es euch mal, da gibt es hier die Blocklisten, die kann man sich hier auswählen, ja, AQCA, das sind dann, da wird dann Malware gehostet, aber hier diese ganze Blocklist-Zeit, habe ich letztens gelesen, wird, glaube ich, gar nicht mehr gepflegt, ja, dann gibt es halt hier so Porno-Listen, Stephen Black, das ist halt eine Person, ja, die das automatisiert sich alles holt und published, das ist nicht kommerziell, ja, also wenn der Anspruch wenn das ein hoher Anspruch ist, dann wird das nicht funktionieren. Man kann auch vom Edgar die Listen nehmen. Ja. Nun sind die da drin, dann wird da geblockt. Also für den normalen kleinen Business-Bereich ist das wunderbar. Wenn der Anspruch aber ist, ich will das so sicher haben wie möglich und das muss funktionieren, da kann kaum was will, ja, der kann kaum what wants, dann nicht das. Ja. Hier noch der kleine Zusatz. In der Community Edition global, da kann man das global konfigurieren. In der Business Edition kann man hier die Blocklisten noch auf IP-Netze beschränken. Ja, also jetzt gerade bei Schulen zum Beispiel, wenn man sagt, man hat jetzt ein Lehrernetz und ein Schülernetz,
Dann kann man den Schüler sagen, hier, könnte, mit dem Erdgas könnte man jetzt Tinder verbieten und was weiß ich. Das geht jetzt hier in dieser kleinen Liste nicht. Dann bräuchte man ein kleines Plugin. Wahrscheinlich hat es der Techie schon gesehen. Wir haben es hier auch drauf. Einmal eben in der freien Version über mein privates Repository, was ich in meiner Freizeit mache. Oder kommerziell dann über unsere kommerziellen. Genau. Okay. Der Fragesteller, der vorhin nach Zen-Armor gefragt hatte, hat jetzt noch einen Kommentar dazu hinterlassen. Viele unserer UTM-Kunden haben ja bisher Geld ausgegeben. Warum also nicht in Zukunft für Zen-Armor? Muss man halt entsprechend vernünftig, also vernünftig schauen, wo man es entsprechend aktiviert, dass man einfach eine kleine Lizenzgröße nimmt, zum Beispiel, da kann man sich entsprechend da Kosten sparen und einfach schaut, wo man es aktiviert, weil Cinema misst ja wirklich auf dem Interface alle IP-Adressen mit und dann sagt es dann irgendwann, Lizenz zu klein, mache ich nicht mehr. Sagt, muss man halt schauen, dass man einfach dann entsprechend klug seist und dann kann man das, ist das schon bezahlbar. Außer die ganz neue Lizenz, diese SSE, die ist halt gut. Das will man als richtig Service. aussprechen. SSL. Ja, Das war eben, das ist. wie der entschlüsselten Traffic auf Viren scannen kann. Ja. Wie gesagt, lieber eine kleine Endpoint Protection. Alle Fälle. Gut, noch eine längere Frage. Open Sense an Schulen, Application Firewall, zum Beispiel Sperren von TikTok etc. für Schüler. Nur effektiv mit Zen-Armor möglich? Dann aber Lizenzkosten für zum Beispiel ein Gymnasium mit 1000 Schülern gehen durch die Decke. Gibt es hier günstigere Lösungen, die Sophos Web Protection Lizenz entsprechen? Ja, also man kann das mit dem EdGuard machen. Den haben wir jetzt entweder, wenn man es kommerziell gestützt wird, haben wir die über unsere kommerziellen Plugins mit drin. Ist auch nicht wirklich teuer. Also für 1 bis 9 Firewalls kostet das irgendwie 395 € im Jahr. Oder klar, wer sich's basteln will, der kann es auch über das private Repository von mir machen. Da kostet es gar nichts. Da hat man dann einen EdGuard auf der Firewall drauf. Und dort kann man dann nach Netzen filtern und dort kann man auch Applikationen sperren. Weiß ich jetzt gar nicht, bei dem Gerät gar nicht geschaut, ob ich da drauf komme. Die Schwierigkeit dabei ist, dass der EdGuard sehr, er läuft auf der Firewall drauf, aber die Konfiguration läuft separat. Da haben wir den Nachteil, dass mit dem Backup der Konfiguration der OpenSense ist, der Konfigurationsstand von dem EdGuard nicht dabei ist. Da muss man sich nochmal separat drum kümmern. Ja? Firewall wird ja einfach XML-Datei gesichert. Hier, und kann sie behalten, ist sicher. Und kann dann so auch wieder restored werden. Aber der EdGuard ist da nicht mit dabei. Ja? Und der kann jetzt entweder auf der Firewall laufen als Plugin oder als kleine VM für die Schule. Und dann wird der DNS-Traffic über ein Port Forward umgeleitet an den Server. Und dort kann man dann eben nach IP-Adressen filtern. Also wenn ich bei meinem Kleinen beim Fußballspiel bin und der Große ist daheim, dann wird da geblockt Epic Games, Rockstar Games, PlayStation Network und dann kriegt er sich immer auf, weil er zocken kann. Also das funktioniert super. Ja. Da kann man super sperren und das dann eben auch noch VIP-Adressen. Ja, und Netflix kann man noch erlauben, dann kann er noch ein bisschen sperren schon. Okay. Nächste Frage ist, gibt es etwas wie eine WAF? Eine Waffe, ja, natürlich. Das wäre, also ich bin jetzt nicht drauf eingegangen, weil eigentlich die meisten How-Tos sich auf HA-Proxy beziehen. Und wer sich halt selbst hilfen will, der ist natürlich auf die Community angewiesen. Man kann aber auch das Plugin Nginx installieren. Wo bist du hier? Und das Nginx-Plugin hat noch eine kleine Waffe mit dabei. Aber es ist halt keine One-Click-Lösung, also man muss sich schon ein bisschen mit dem Ding auseinandersetzen. Ist aber alles dokumentiert, ja, und muss mal installieren, vielleicht kriegen wir es so auf die Schnelle hin. Wenn man es installiert hat, einmal hier neu laden und dann falsch geklickt. Nginx, ja. Ich bin
Bin gerade total lost. Hab's schon lange nicht mehr gemacht. Ah, hier ist es, genau. Naxi, Wachpolicy und Rules. Das ist halt nicht signaturbasiert, wie man es kennt. Also die Lösung von der Sochaus basiert auf Mod Security. Mod Security ist signaturbasiert. Und die Naxi, also die WAF von Nginx, hier auf Download, die arbeitet ja mit Strings. Also die ob jetzt SQL-Injection Strings bekannte in dem Request sind, funktioniert auch super. Ja, aber es ist halt viel Getierke und man muss sich halt da in die Doku einarbeiten. Ja, also ich finde das Nginx-Plugin, es funktioniert, aber ich bin jetzt kein großer. Aber gibt es denn da bei der Business Edition noch ein Goodie, diese Web Application Firewall, diese das OpenWAF-Plugin? Ja, es gibt OPN-WAF. Das wiederum ist ein Apache mit Mod Security. Und es ist aber, glaube ich, so, dass es nur für bestimmte Anwendungen Profile gibt. Also du hast dann Profil Exchange, Profil WordPress, Profil Drupal und dann werden diese Regeln so gesetzt. Gibt es aber auch, da hast du natürlich recht. Das ist jetzt aber hier keine Business Edition. Aber irgendwas haben sie, glaube ich, mal Public Release. Ja, war das alles OpenWAF? Ich muss aber schnell schauen. Was? Nee. Irgendwas haben sie Public gemacht. OPN. Beides. Weiß ich nicht. Ah, okay, Proxy. Ja, okay, die Proxy Editions. Die haben sie ein paar mitgemacht, ja. Also in der Community, aber für die Business Edition gibt es eben noch in Apache. Ja. Gut. Okay. Und dann sind wir bei der vorerst letzten Frage angekommen, falls da jetzt nicht noch eine reinkommt. Bei der UTM kann man sehr einfach einen Mailversand von Systemmeldungen konfigurieren. Infos, Warnings, Errors. Wie kann man es am besten auf OpenSense realisieren? Jetzt weiß ich nicht, was das bedeutet. Miss Monet? Mit dem Monet? Ist es nicht ganz einfach? Man hat auch mit Monet. Genau. Einfach aktivieren, Mail-Server angeben, welche IP auch immer vom Mail-Server speichern, dann die Empfänger eintragen und dann kann geprüft werden, auch Ping-Loss, Link Lost, CPU, Memory, Festplatte, Disk Usage und man kann sich das ganze Zeug auch noch selber schreiben. Ja? Und dann gibt es Test-Settings, Filesystem vom Host selbst. Man kann, wenn es einen HA-Link gibt, also wenn es ein Failover gibt von Unit 1 auf Unit 2, das haben wir übrigens nicht hier besprochen. Aber in einem der Webinare, die aufgezeichnet wurde, habe ich HA erklärt, Schritt für Schritt. Bitte einmal die Aufzeichnung von Thomas Scannern, denn da ist keine Zeit mehr. Da habe ich es erklärt. Also Failover oder wenn ein Warn-Failover ist, dass man sich da auch eine E-Mail schicken kann. Und ja, so Sonderlocken. Man darf sich auch gerne hier beteiligen bei der Dokumentation. Also viele Sachen habe auch ich einfach so als Privatperson geschrieben. Zum Beispiel das da hier. Ja? Dass man von der Firewall einen VPN-Tunnel-Zielpunkt pingt, also im VPN-Tunnel, und wenn der nicht erreichbar ist, dann kann man zum Beispiel den IPsec-Dienst neu starten. Ja? Also mit Monet ist wirklich alles möglich. Ja, man kann sich alerten, man kann auch Dienste neu starten, wenn man irgendwie eine komische Konstellation hat mit Memory, dass der Andauern manchmal abfriert, dann kann man prüfen, ob der Andauern-Prozess läuft und den aber auch neu starten lassen. Ja, warum auch immer. Oder hier, Subicata, die Intrusion Detection, dass wenn was wirklich geblockt wurde, dass man sich eine E-Mail schicken lässt. Ja, auch das geht super. Gute Frage. Okay, alles klar. Ich weiß jetzt nicht, sorry, wenn ich das verpasst habe. Der Fragesteller hatte noch explizit auf die Probleme mit Exchange in der Cloud hingewiesen. Hast du da jetzt was gesagt? Oder kannst du dazu was sagen? Nee, da kann ich nichts zu sagen. Exchange in der Cloud ist ja Exchange. Ja, genau. Also er schreibt, mit Monet ist das halt, kriegt man halt Probleme mit Exchange in der Cloud. Das war jetzt die Aussage noch. Ach so, weil, ja.
Merke mal, man könnte es ja auch alle ein Webinar bei Thomas Tren machen hier. Quatsch mal Thomas an. Das ist ja toll. Dann setze ich den nie zurück und lasse mich von euch bewieseln. Ja, das ist gar nicht so einfach. Klar, da braucht man jemanden, kann Mails einmal eintragen, eine IP-User, Passwort. Also mit Exchange in der Cloud ist das wirklich ein bisschen nervig. Ja, akzeptiert. Oder halt einfach den Postfix auf der Open Send selbst installieren hier und dann kann man wirklich an Local raussenden und dann versendet die Firewall selbst. Ja, das geht natürlich auch noch als Alternative. Ja, also, das ist wirklich ein vollwertiger Mail-Server, wo man jeglichen Schnickschnack machen kann. Ja. Gut, weitere Fragen sind nicht reingekommen. Nur noch eine Danksagung für die informative Schulung. Das möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten. Möchte natürlich gerne Ja, weitergeben. gerne. Ich fand auch, das war sehr informativ mal wieder, aber ist bei dir ja nichts Neues. Habt ihr mir den Bildschirm weggenommen? Jetzt wollte ich gerade noch was zücken. Wollte, also meiner Meinung, also Eins gerne. wollte ich noch sagen. Genau, weil es ja immer wieder angefragt wird: Central Management. Weil der Sophos UTM Manager, den setzen ja auch viele ein. Habe ich jetzt auch in fast jedem Webinar darüber gesprochen. Wir haben jetzt eigentlich für die Basics in unserem Plugin alles mehr oder weniger migriert, dass man so eine rudimentäre Central Management auch mit OpenSense Firewalls abbilden kann. Das bedeutet, wir haben hier eine Übersicht, wir sehen, welche Firewall ist online. Wir können sich hier eine einzelne Firewall remote auf Knopfdruck updaten. Wir können Major Upgrades machen. Wir haben eine ganz normale Inventarisierung, wo die Firewalls drinstehen mit Username, mit den API-Keys. Und wir haben jetzt ganz neu auch die zentralen Backups. Es wurde immer angefragt, wo wir die ganzen Firewalls dann auch auf ein zentrales Management-Plugin, Management-System backuppen können. Und von dort können wir es dann auch runterladen. Ja? Wir können dann über Gruppen Firewalls gruppieren. Das kann die Version von der Business Edition nicht. Und können dann je Gruppe von Firewalls sagen, wenn man jetzt 20 kleine Kunden verwaltet, die haben natürlich verschiedenste Ansprüche und dann können wir bestimmte Aliase an die Gruppe schicken, bestimmte Firewall-Regeln an die Gruppe von Firewalls und geplante Updates. Das heißt, man muss sich nicht um 2 Uhr nachts einen Wecker stellen, um ein Update zu machen, sondern wir können hier sagen, okay, eine bestimmte Gruppe von Firewalls oder auch nur eine, je nachdem, bitte hier um 6 Uhr früh am 26. wecken. Ja. Das wollte ich auch mal loswerden, weil wir jetzt vor kurzem eben die zentralen Backups noch mit reingebracht haben. Und jetzt darfst du den Güter wieder haben. Okay. Ja, vielen Dank noch. Das war nochmal sehr interessant. Alles klar. Dann, genau, zum Abschluss kann ich noch einige Webinartermine, die jetzt anstehen, nochmal weitergeben. Am Mittwoch, den 2.10., haben wir das Webinar Windows Server 2025 Hyper-V von Manfred Helber. Und am 9.10. Synology Business und Enterprise Lösungen von Niklas Rumm von der Synology selbst. Und ich habe auch noch gesagt bekommen, das steht jetzt hier nicht auf den Folien drauf, dass Ende Oktober, weil das Thema jetzt häufig zur Sprache kam, auch zum Thema Zen Armor noch ein Webinar in Planung ist. Ich weiß nicht, Thomas, ob du da den genauen Termin weißt und wer da eingeladen ist. Meine am 30.10. genau, der Sprecher von Senama, genau. Und da geht auch, kriegt die Sendung quasi auch Sophos-mäßig für Schulen, einfach in das, aber die ganze Thematik wird noch online gestellt, genau. Und kann man Okay. direkt in den technischen Ansprechpartner fragen, nehmen, genau. Ja, also da denke ich, dass für den einen oder anderen hier im Webinar wird das sicherlich ein sehr interessanter Termin sein. Von daher melden Sie sich gerne an. Alles klar. Dann, Michael, vielen Dank für dieses informative Webinar. Auch Thomas, für dich vielen Dank als Special Guest heute. Und final Ja. wünsche ich dann noch eine erfolgreiche Restwoche und wir sehen und hören uns beim nächsten Webinar. Tschüss. Gute Zeit. Bis dann. Tschüss. Oder so. Ciao. Ciao. Da sehen wir uns.